In diesen beiden Mauerkübel, rechteckige Mauerkübel, wo ich den Boden rausgeschnitten habe und ein Gatter reingetan habe, sind 78 normale L-Ritzen verteilt zum Ableichen. Die eine läuft mit Luft, also Wasser wird reingesaugt und geht dann ja unter den Boden durch das Gatter unten wieder raus, die Wasserzirkulation. Die andere läuft mit einer kleinen 6 Watt Pumpe. Und das Einsaugen von Wasser ist ja oben, dass Eier nicht reinkommen können, wenn die ableiten, die L-Ritzen. Ein wenig Stein ist drin, ein Rohr zum Verstecken. Das Rohr muss sein, sonst ist Panik. Hier drüben dasselbe, aber hier ist abgedeckt mit einer Plastikplatte, dass die nicht rausbringen. Und aus irgendeinem Grund, auch die anderen Jahre, wo ich das hier gemacht habe, laichen sie am meisten ab am Ende, wo die Einströmung nicht ist. Also am weitesten weg von der Einströmung. Vielleicht Zufall. Und dann nur wenig größere Steine rein. Das reicht. Einige Eier sind schon unter den Käfigen, aber sehr schwierig zu sehen die Eier unten auf der grauen Glasfaser. Wir tauchen mal rein mit der Kamera und gucken, ob wir was finden, sehen können. Erst tauche ich da an der rechten rein und dann gehe ich rüber zur linken. Wir versuchen es mal. Ich war gerade drin beim Computer und habe mir die zweite Aufnahme, Unterwasseraufnahme, angesehen. Die war nicht so gut. Wir versuchen es noch einmal. Erst die rechte und dann gehe ich links rüber und dann wieder rechts. Einen Moment, dann tauchen wir noch einmal. Ah, jetzt ist sie fest. Tauchen.
Mal sehen, ob das Wasser besser wurde. Glaube ich.